Hallo, herzlich willkommen zu meiner Montagslage. Ja, diese Woche hält jede Menge spannende Events für euch bereit und ich würde mich freuen, euch bei vielen dieser Veranstaltungen begrüßen zu dürfen. Es startet heute Abend bereits, Montagabend, 18 Uhr, mit 30 Minuten Insta-Talk und ich darf ganz, ganz herzlich unsere Bundesfamilienministerin Franziska Giffey begrüßen. Ich würde mich freuen, wenn auch ihr dabei seid, heute Abend auf Insta Live mit Franziska. Das werden bestimmt spannende und interessante 30 Minuten Talk. Ja, und so geht's auch schon weiter. Am Dienstag um 19 Uhr startet das erste virtuelle Bürgerforum. Im Moment haben wir leider nicht die Möglichkeit, mit vielen Menschen analog vor Ort ins Gespräch zu kommen. Und deswegen weichen wir einfach aus auf die virtuelle Welt. Aber auch diejenigen, die keinen Internetanschluss besitzen, müssen nicht auf einen Austausch im Bürgerforum mit mir verzichten, sondern hier besteht ganz einfach die Möglichkeit, sich per Telefon einzuwählen. Meldet euch also einfach per E-Mail an unter post@betzing-lichtentäler.de oder unter der 02741 254 54. Ein Bürgerforum, was nicht geprägt ist von langen Reden oder Tagesordnungspunkten, sondern da soll es einfach darum gehen, mit mir ins Gespräch zu kommen. Ich würde mich freuen, wenn ich möglichst viele Bürgerinnen und Bürger aus dem Wahlkreis 1 begrüßen könnte. Ja, und dann freue ich mich ganz besonders auf den Donnerstag. Am Donnerstag werde ich nämlich eingeladen, bei Martin Diedenhofen zu Gast zu sein. Martin Diedenhofen, unser Bundestagskandidat für den Landkreis Altenkirchen und den Landkreis Neuwied. Und ja, lieber Martin, ich freue mich jetzt schon auf einen spannenden Insta-Talk mit dir, auf deinem Account. Und wir werden hier nochmal richtig kräftig die Werbetrommel rühren, weil auch das sicherlich ein spannender Abend wird. Ja, und die Woche über geht es natürlich rund um die Themen Corona. Am heutigen Montag ist der Impfgipfel in Berlin. Und ich will es noch einmal ganz deutlich sagen. Wir haben in Rheinland-Pfalz das Ziel, möglichst viele Menschen möglichst schnell zu impfen. Und es sind bei uns in Rheinland-Pfalz auch alle Zweitimpfungen gesichert. Wir würden gern nur noch mehr und noch schneller impfen, wenn denn dann genügend Impfstoff vorhanden wäre. Hier sind wir auf die Zusagen, die Lieferzusagen der Herstellerinnen und Hersteller angewiesen und natürlich auch auf die entsprechenden Liefermengen. Wir haben in Rheinland-Pfalz die Strukturen aufgebaut, um möglichst viel, möglichst schnell zu impfen. Wenn jetzt der Impfstoff kommt, dann können wir damit auch direkt in absolut schnellem Tempo weitermachen. In diesem Sinne, passt gut auf euch auf, bleibt gesund und wie gesagt, ich würde mich freuen, euch in dieser Woche das ein oder andere Mal auch hier auf den Kanälen zu sehen.